hallo zu einem neuen Short Review, Let's View. Diesmal das Krieg der Sterne, offizielle Filmdokumentationsmagazin. Der außergewöhnlichste Film aller Zeiten. Dieses Magazin hat mal 6 D-Mark gekostet und ja, hat schon einige Jahrzehnte hinter sich. So, das schauen wir uns einfach mal an. Wir blättern das durch. Ich versuche, dass die Spiegelung nicht drauf ist. So, hier sehen wir dann hier auch Impressum. Und das ist 1977 erschienen. So, die Spiegelung. Es ist schwer, dass ich die Spiegelung komplett wegkriege, weil das ist eben halt auch Hochglanz und ich möchte euch das ja auch zeigen. Bitte habt Verständnis. So, hier sehen wir auch ein klassisches Bild. Darth Vader wird verfolgt von einem X-Wing. Ich versuche mal eine optimale Position zu finden. Ein sehr klassisches Motiv, auch gerne benutzt bei den Aushangfotos damals im Kino. Und weiter geht es. Wie alles begann, Realität oder Fiktion? Da wird es auf den Hintergrund eingegangen. Amazing Stories, Popular Science, Thrilling Wonder Stories, das waren Magazine in Amerika, wo Kurzgeschichten von berühmten Autoren abgedruckt waren. Wir sehen hier H.G. Wells, der ja auch die Zeitmaschine geschrieben hat, zum Beispiel ist dabei. Ich weiß, dass Captain Future von Edmund Hamilton darunter war, aber auch Edgar Rice Burroughs, der Tarzan veröffentlicht hat, oder John Carter vom Mars. Dann Ray Bradbury. Und ja, Lovecraft, also die Conan-Romane zum Beispiel ja auch von dem Howard, glaube ich, heißt der. Also all das, was heute populär ist, das waren einmal wirklich Groschenhefte, kann man so sagen. Es wird eben halt eingegangen, weil es ist ja 1977, da kennt man Star Wars noch nicht ganz so gut, also wird so ein bisschen mehr der Hintergrund beleuchtet. So, hier sehen wir auch noch Comics, auch was inspiriert hat. Ne, Tarkin nach Emperor Ming aus Flash Gordon, Buck Rogers waren damals auch 2 Serien, die sehr berühmt sind. Es gab Schwarz-Weiß-Serien dazu, so TV-Serien mit Cliffhanger-Effekten, sehr ja, spektakulär für damals. Heute natürlich lacht man drüber. Aber egal, das ist die Zeit, wo es begonnen hat. Flash Gordon, ein Universal-Held. Es ist natürlich so eine Sicht, wie es damals war. Man wusste natürlich oder wusste noch nicht, was Star Wars alles ausmacht. Hier sehen wir auch Zauberer von Oz ganz oben und aus Metropolis von unserem deutschen Regisseur Fritz Lang der Maria-Roboter. Das war die Inspiration für C3PO. Das hat George Lucas aber auch gesagt. Dieses Magazin scheint sich Schwarz-Weiß- und Farbbilder zu teilen, was üblich war zu dem Zeitpunkt in Farb. Druck war noch sehr, sehr teuer. So, da haben wir noch einmal Gord aus der Takt, an dem die Erde stillstand. Und ganz oben haben wir aus Verbotener Planet den Robby. Ich glaube, Verbotener Planet war auch Lost in Space. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das war ein Film. Ich kenne nicht die alle so genau von damals, aber all das inspirierte George Lucas. Auch ein Film von George Lucas, der eigentlich den Anfang legte, sein Science-Fiction-Film THX 1138. Er hat ihn erst als Kurzfilm gemacht, dann später als Kinofilm. Ist ein ungewöhnlicher Science-Fiction-Film, aber wirklich sehenswert. Ja, und dann haben wir hier R2-D2, C3PO, Bilder, Inspirationen, Gedanken, ein bisschen Philosophie. Die unglücklichen Monster, Frankenstein, der Wolfmann, also der erste Werwolf damals von den Universal Monsters und auch aus dem Klassiker eben halt die Überlebenden der Unendlichkeit, die wohl Inspiration waren für die Musiker der Mos Eisley-Kantine. Rechts sehen wir ein Bild von Hildebrand. Hildebrand war auch einer der Künstler, der damals ja, zum Film viele Motive gemacht hat. Zusammen mit Ralph McQuarrie. Ich versuche das wegzubringen, die Spiegelung. Also, Wahnsinn. So, Krieg der Sterne. Alles über den außergewöhnlichsten Film aller Zeiten. Und ja,
Es ist spektakulär. 1977 war ich 3 Jahre alt, also in dem Sinne konnte ich ihn nicht sehen. Bei uns war er aber erst 1978 in die Kinos gekommen. Das mal so zur Information. Wir hatten damals wirklich ein, man kann sagen, fast ein Jahr bis anderthalb, 2 Jahre Unterschied, bis so ein Film ins Kinos kam mit Übersetzung, Synchronisation. Das ist heute wesentlich schneller. Heute haben wir sie sogar mal eher als Amerika. Damals war das nicht so. Aufgrund dessen, dass man natürlich auch bei einem Science-Fiction-Film wie Star Wars nicht viel anfangen konnte, haben sich zahlreiche Synchronfehler eingeschlichen in den Film. Ganz am Anfang zum Beispiel wird der Millennium Falcon wird noch rasender Falke genannt, das ist also ganz eingedeutscht. Aber Han Solo spricht von einem Kolossalflug und im Englischen vom Kessel Run. Kessel war ein Planet und der Flug ebenfalls von Kessel weg war halt spektakulär. War natürlich schwer zu verstehen, es gab keine Erklärung damals für die Übersetzer, was sollten sie daraus machen. Hier sehen wir C3PO, ein bisschen unglücklich vom Bild her, aber egal. Ja, und hier haben wir Wörterverzeichnis zum Krieg der Sterne, damals noch sehr, sehr wichtig. R2-D2 ausgeschrieben, ihr seht hier verschiedene Anchorhead, kleine Siedlung auf Tatooine, Schlupfwinkel für Luke und seine Freunde, was Alderaan ist. C3PO auch ausgeschrieben, Ben Kenobi, Obi-Wan, Kenobi. Hier wird auch erklärt, was C3PO alles beinhaltet. Ein Gedächtnis- und Sprachzentrum, ein Geruchssensor sogar. Wahnsinn. Jungfrau in Nöten. Darth Vader überfällt die Corvette. Die koreanische Corvette von Prinzessin Leia und nimmt sie gefangen. Auch ein ganz spektakulärer Anfang. R2-D2 und C3PO aus der Flucht. Ich meine, den Film muss ich euch wahrscheinlich nicht großartig erklären, deswegen lassen wir das einfach mal auf uns wirken. Wird R2-D2 und C3PO wiedersehen? Ja, hier will sich die Jawas R2 in die Fänge bekommen. Die Suche der Sturmtruppen nach den Druiden. Hier sehen wir noch eine Szene aus der klassischen Trilogie, die später, wenn ihr jetzt das im Fernsehen seht, nicht mehr drin ist. Dort ist diese Figur oder dieses Reittier mit einem CG ausgetauscht worden. Es gibt da einige Veränderungen. Ich brauche die Pläne. Ja, hier C3PO bei den Jawas findet R2 wieder. Und die Jawas verkaufen R2 an Luke. Und hier sehen wir den roten Druiden, der ja selbst heute noch in Mandalorian und Book of Boba Fett zu sehen ist im Hintergrund. Beziehungsweise jetzt in den Händen der netten Dame, die immer den Hangar auf Tatooine vermietet. Oder in Mos Eisley. Roboter entlaufen. Hier sehen wir Luke und seine Tante und Onkel. Antas. Damals waren Elefanten darunter. Heute ist das mehr mechanisch, man will keine Elefanten mehr nutzen. Der hat einen Tuskenbandit, greift Luke an. Ich fand sehr toll, wie sie die Tasken vertieft haben. Ein bisschen mehr als nur einfache Wüstenbanditen draus gemacht haben in The Book of Boba Fett. Obi-Wan verlässt die Einsamkeit. Alec Guinness, Sir Alec Guinness muss man sagen. Auch hier spektakuläre Szenen. Nachdem Luke die Trümmer des Java-Sandkriechers Sandcrawlers entdeckt hat, eilt er zur Farm, wo er die verkohlten Leichen seiner Tante und Onkel Owen findet. Ja, alles eingedeutscht, Sandkriecher und so. Man arbeitet noch nicht so viel mit englischen Begriffen. Ja, hier das Gespräch zwischen Han, Luke und Obi-Wan. Und keine weiteren Fragen. Auch ein ganz berühmtes Bild mit den Sturmtruppen und unten im Müllschlucker. Ach, einfach klasse. Klasse. Hier im Abgrund, wo Luke und Leia sich rüberhangeln, im Indiana Jones Manier. Das Duell, Ben und Darth, ein tödliches Duell. Der Angriff auf den Todesstern, auch hier noch ein altes Motiv, wie sie anfliegen. Es waren weniger Raumschiffe als später in der Special Edition.
Die wird ja nicht mehr gesendet, diese klassische Trilogie. Also es gibt die auf DVD noch in dieser alten Fassung zu kaufen. Also muss man ein bisschen suchen. Denn online, auch bei Disney Plus, wird sie nicht so angeboten. Die Belohnung und wer bekommt die Prinzessin? Unten die Feier. R2-D2, C3PO glänzt wieder. Ja, und hier haben wir jetzt Hintergrund. George Lucas zusammen mit Sir Alec Guinness. Ihr seht, Kamerateam immer in Vorbereitung. Die Macht in George Lucas. Hier, ja gut, sagt nicht viel aus, aber George Lucas immer am Set. So, hier haben wir ganz oben ein Bild von American Graffiti, auch ein Film, den er Regie geführt hat, der so in den ja, 50er Jahren spielt, glaube ich, in Amerika. Und hier seht ihr, das ist Ron Howard. Er war noch Schauspieler, heutzutage sehr berühmter Regisseur von Backdraft, von den Filmen mit Da Vinci Code und auch noch zig weiteren. Hier nochmal ein, dann unter von THX 1138. George Lucas spricht mit Luke und Leia über diese Szenen. Und hier sehen wir Ralph McQuarrie, der sehr viel dazu beigetragen hat, dass Star Wars lebendig wurde. Hier seht ihr noch Maria von Metropolis, hat für C3PO Pate gestanden. Und hier seht ihr die Tasken, ein früherer Entwurf. Und dieses Teil hier, dieser Ort von den Tasken, ist in Book of Boba Fett bildlich erschaffen worden. Dort ist das zu sehen. Finde ich echt toll, dass sie diese Hommage gemacht haben. Ja, die Modelle, der Millennium Falcon wird gebaut. Hier seht ihr ein Modell, das was für solche Szenen. Und auch hier weiter, wie aus Raumschiffteilen und damals diese wunderbaren Modelle geschaffen wurden, die so viel Kult, so viel ja, Einfluss auf unsere Popkultur genommen haben, entstanden sind. Die Tricks, hier sehen wir John Dykstra, der später auch Kampf der Galaktika die Tricks gemacht hat. Auf dem Todesstern, Wahnsinn. Auch hier die ganzen Modelle, viele X-Wings, Y-Wings, der Landspeeder, Rettungskapsel, all das wurde gebaut. Ach, hier die Explosion auf dem Todesstern, wenn sie Luke und so die Laserschüsse abgibt, all das wurde auf einem Parkplatz geschaffen, wo im Auto, Hintergrund die ganzen Autos stehen. Sternzerstörer, Todesstern. Und Anmerkung zu Komponist John Williams. Ja, was wäre Star Wars ohne John Williams? Meisterhafter Star Wars Musik. Also, die hat mich damals so geflasht und sowas von mitgerissen. Und dieses Thema habe ich rauf und runter gespielt und ich kann es heute noch hören. Das ist einfach zeitlos. Wahnsinn. So, hier sehen wir noch mal ein paar Droiden, die so im Hintergrund vorkamen. Der Gong-Droid, auch immer noch gerne zu sehen in Star Wars. Noch, habe ich eine Seite überblättert. Nee. Ein bisschen noch hinter den Kulissenbildern. Und ihr seht auch sehr, sehr viel Text. Also es ist ein sehr interessantes Magazin. Auch hier schöne Bilder von der Entstehung. Wie Anthony Daniels mit Flüssigkeit versorgt werden mussten, weil sie haben in der Wüste von Tunesien gedreht. Das war sehr, sehr heiß. Ihr seht auch, wie freizügig die da rumliefen. Und irgendjemand hatte da Geburtstag. Ich gucke gerade, wer das ist. Sir Alec Guinness hatte 62. Geburtstag gefeiert. Es gab sogar eine Torte. Wahnsinn. Ihr seht hier, der Sandcrawler ist nicht ganz aufgebaut gewesen. Der Rest war entweder Matte Painting, also ein Bild, wo das dann eingefügt wurde, das live gedrehte, oder auch nicht. Oder ihr habt nur die Aufnahme gesehen. Also Wahnsinn. Hier auch noch ein schönes Motiv vom Dreh, wo sie richtig alles aufbauen mit diesen großen Kameras. Wahnsinn. Der Krieg der Sterne und seine Folgen. Ja, was passiert? Wie wird es weitergehen? Das ist auch schon die letzte Seite. Hier haben wir noch zum Abschluss ein wunderschönes Artwork von Hildebrand vom Duell von Vader und Obi-Wan. Toll. Absolut toll. Ja, das war dieser Let's View zum Krieg der Sterne Magazin,
offizielle Filmdokumentation von 1977. Da machen wir gerade. Können wir ja schon an die, na, stellen wir mal diese Seite heutzutage für die Credits. Und ja, es ist ein absolutes Sammelstück. Ich habe Glück gehabt, es in einem Traumzustand zu bekommen. Es ist auch schon einiges wert unter Sammlern. Also für den Fan, es lohnt sich. Auch dieses Cover-Artwork, ja, es gibt da verschiedene Motive. Es gibt noch eine Version, wo Prinzessin Leia etwas freizügiger ist. Hier guckt sie auch ein bisschen seltsam, aber es ist schon einfach sehr, sehr lustig anzusehen und einfach großartig. Auch ein Bild, glaube ich, von Hildebrand. Und das war's für diesmal. Ich freue mich, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn euch dieses Let's View gefallen hat. Ein Abo freue ich mich besonders. Und ja, kommentiert, was sagt ihr zu diesem, ja, tollen Magazin. Ansonsten bis zum nächsten Mal.